Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Review-Video. Heute werde ich zusammen mit euch dieses tolle Set bauen, aber ich bin nicht alleine, denn heute habe ich mir mal einen Experten ins Studio eingeladen. Und zwar mein Junior, den Lennart. Sag mal hallo. Hallo. Ja, wir zwei werden zusammen bauen und was wir genau bauen, das seht ihr jetzt. Ja, wir zwei wollen zusammen heute das coole Auto bauen, oder? Ja. Genau. Den Klaas haben wir schon gebaut. Das ist ja das zweite Fahrzeug in der Größe aus den neuen Technik-Sets. Und ja, was sagst du zu dem? Wie sieht der aus? Gut. Sieht wie ein Rennflitzer aus, ne? Ja. Was gefällt dir schon mal an der Verpackung? Magst du die Farben? Dann sollen wir den jetzt mal auspacken? Ja. Also die Setnummer ist 42101 und das ist der Buggy. Was mir bei den beiden Sets gefällt, bei dem genauso wie beim Klaas, ist, dass beide zum Spielen sind und Lenkung haben und all sowas. Und das eben auf so kleinem Raum, finde ich sehr cool. Und ich würde sagen, damit der kleine Mann nicht die ganze Zeit die Maske tragen muss, seht ihr dann gleich nur noch unsere Finger und wie wir ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, dann bauen wir den zusammen auf und am Ende sagen wir, wie uns das Auto gefällt, oder? Genau. Gut, dann legen wir mal los. Ja, und dann haben wir hier das schöne kleine Set. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt mal aus, oder? Genau. So, machen wir mal den Karton auf. So. Und dann gucken wir mal, was da so drin ist. Da haben wir jetzt zwei Beutelchen, ein paar Aufkleber und eine kleine Bauanleitung. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Beutel auch noch auf. So, schützt du deine auch raus? So, dann schieben wir das alles hier so ein bisschen zusammen, damit unsere Zuschauer das auch alles schön sehen können. So, dann markieren wir uns jetzt mit den Reifen mal, wie weit wir unsere Hände machen können. So, hier in dem, so, dann kommst du mal hier rüber, weil heute, lass den Reifen da liegen. Dann wissen wir, dass bis dahin unsere Hände gehen können. So, und dann legen wir uns die Bauanleitung mal zusammen. So, und dann du baust und ich helfe dir? Ja. Gut, dann sind wir jetzt bei dem ersten Schritt. Was brauchen wir? Das und das. Genau, die beiden Teile brauchen wir.
Ja, da haben wir jetzt fertig gebaut. Und was sagst du? Gut. Sieht gut aus? Ja. Und wie fährt sich? Gut. Na, zeig mal den Leuten, wie das Auto fährt. Und der hat auch eine Feder hinten dran, kann der springen? Das ist ja cool. Ja, also was mir auch sehr gut gefällt, ist halt einfach die Bespielbarkeit bei der Größe ist halt cool mit dieser Lenkung. Das haben die richtig cool gelöst. Diesen kleinen Stoßdämpfer mit hinten drin finde ich sehr witzig. Und generell, also für die Kids durchaus cool. Mein Lennart hier, der ist jetzt 5, hat mitgebaut. Da würde ich sagen, ist das noch so ein bisschen was grenzwertig mit dem selber bauen. Aber dafür hat man ja dann immer noch einen Papa, der auch mitspielen möchte. Ne? Kauft man 2, hat man doppelt Spaß. Ansonsten ist das auf jeden Fall cool. Und dann werden wir damit jetzt gleich mal zu Hause mit dem Rennwagen und mit unserem Traktor spielen, oder? Genau. Genau. Ja, magst du dann noch Tschüss sagen? Tschüss. Ja, von mir auch noch ein Tschüss. Und dann sehen wir uns im nächsten Review wieder. Hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr das gefunden habt, mit uns beiden zusammen hier mal was zu bauen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und in diesem Sinne, fröhliches Weiterbauen.